Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir haben heute vor, oben das Militärlager looten zu gehen. Und wir sind immer noch in Neverskane, deswegen weiß ich ungefähr, wo was sein könnte. Wir werden unterwegs natürlich so querfeld einlaufen. Ganz schwach oben ja die Markierung. Und wir versuchen mal ein bisschen die Gegend noch zu erkunden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Habe ich jetzt genug von? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ups. Nein. Mann. Dass ich den immer verliere. So. Nichtsdestotrotz, ich werde mir unterwegs einen Bogen bauen. So. Einfach mal, weil es kann. Das sollte jetzt auf jeden Fall besser werden. Ja, cool. Sehr gut. Okay, hier war ich alles schon. Mal sehen. Habe ich schon. Nur Mist in euren Rucksäcken. Mist. Achso, habe ich eingesammelt. Die Blätter habe ich noch eingesammelt. Die tun ja sich jetzt auflösen, wenn man sie einmal gelootet hat. Rucksäcke. Oh, Shotgun Parts, gute. Das kann man squappen. Das kann man ausquappen. Oh, ja. Kriegt man Tools Missing plus 1, auch gut. Immer gut. Hier ist eine Kiste gelandet. Ah, Subi. Was haben wir denn hier? Rocket Launcher Parts, AK-47, SMG-Reserver, Beger, Antibiotics und so weiter. Oh yeah. Hätten wir die Kiste auch mal gefunden. Cool. Zufällig. Wenn man sich schon nicht gezielt findet, dann wenigstens zufällig. Nehmen wir natürlich alles mit. Heißt auch, dass ich nicht mehr ganz so viel Platz habe wie vor uns. Wir laufen mal strahlend weiter. Schön viel Federn. Der hat gesessen. Vielleicht soll ich das nächste Mal den Quality Show mal skillen ein. Finden wir vielleicht mal bessere Sachen. Da ist gerade ein Hase kaputt gegangen. Ah, hier ein Rucksack.
Nix. Komm mal wo hin. Ach ja, weiter da in die Richtung. So ein weiter Weg. Schön viele Eier. Aber dass wir jetzt den Bee gehabt, ist auch gut. Kann ich mir nämlich Antibiotics herstellen. Yucca-Saft. In die Richtung. In nach Norden. Wenn man so schnell die Peilung verliert, ist halt auch doof, ne? Die Peilung. Geht mal kurz ins kühle Nasse. Bin ja mal gespannt, ob wir den Tag 14 so gut überleben. Na komm her. Es ist schon 17 Uhr. Muss ich ein bisschen beeilen. Ein Hase. Keine Zeit, Zombie. Immerhin schon 296 Kills. Oder Krankenschwester, ja. Halt mal, Scheiß. Wir haben Hase gestorben. K
getötet, gestorben. So, jetzt wird's ernst. Verbrannte Biomuskulatur. Ja, Athletics ist schon ganz gut geworden mittlerweile. Und hier regnet's. Okay. Laufe ich auch etwas schneller. Liegt halt in der Wüste. Da ist man langsamer. Ich lege mir das Fleisch unten in den Müllsack. Ob ich nochmal herkommen werde, weiß ich nicht, aber egal. Ich möchte nicht gerochen werden. Hallo. Nordosten. So. Ah, hier ist ein Haus. Okay. So ein Schmied-Forge-Haus, so ein verbranntes. Da ist natürlich keine Forge mehr drin. Hallo. Das ist ein Reh. Okay, irgendwo hier muss ja... muss das eigentlich sein, dieses... dieses Camp. Ist schon umgebaut, haben sie ja schon. Okay, ich trinke mal noch so einen Twink. Normalen Twink trinke ich auch noch. Schauen wir mal. Irgendwo hier hinten am Berg müsste das sein. Wenn es noch da ist. Schon ewig her. Hier fängt das radioaktive Gebiet an. Vielleicht mal hier den Weg runter. Ne?
Boah. Erschreck mich doch nicht so. Hier jetzt wieder zur Wüste. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt nach Norden. Hier nach Norden. Und wir werden uns dann mal ein kleines Häuschen suchen und die Nacht verbringen in diesen Häuschen. Denn wir haben es erst Tag 13. Das heißt, ich hätte noch einen Tag Zeit. Und da möchte ich jetzt nicht zurücklaufen. Ich möchte ja schon noch ein bisschen looten gehen. Vielleicht findet man irgendwas. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Und alles nehmen wir ja auch nicht mehr mit. Okay, dann haben wir auch wieder viele. 186. Mal gucken. Hier ist ein Auto. Iron Boots. Ja, und so besser. Sind die hier schlechter, ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir jetzt hier noch ein bisschen looten gehen, bevor der Tag 14 kommt. Okay, hier ist das grüne Biom dann schon. Alles klar. Also ich bin zu blöd. Und weiß nicht mehr, wo das ist. Kann natürlich auch da sein. Aber, jedenfalls ist hier schon das grüne Biom. Meine Uhr sagt, wir sind am Ende. Wir suchen uns aber noch ein Versteck. Ah, nehmen wir doch den Toolshop da. Ich glaube, das ist ein Toolshop. Ne, ist ein Lebensmittel. Könnte eine Apotheke drin sein, ne? Im Lebensmittelshop. So, ich werde mal ganz kurz die Eisenpfeile. Ne, die behalte ich mal. Ich habe davor, gegebenenfalls bald noch Feuerpfeile zu machen. Da ich noch keine Stahlpfeile machen kann, muss ich die dann erstmal so sammeln. Ja, eine gute Idee. Ups. Hey, das war doch nicht nur eine Schulter.
gelaufen. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt rein muss. Das ist ja nur ein Essen-Store. Aber ich werde mich die Nacht bestimmt da mal drin beschäftigen. Es soll auch behoben werden, dass die sich ganz so drehen beim Aufstehen. Ach, wir nehmen dich einfach mal. So. Gucken. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hin und her schicken. Da scheint einer eine Wand zu backen. Bier. Ich nehme mal Bier mit. Fälle. So. Alles klar. Gehen wir mal aufs Dach. Schön aufs Dach. Und so. Ach, da war schon die Wand kaputt. Toilette, gehen wir nochmal schnell rein. Ach ja, was es nicht alles so gibt. Mal oben aufs Dach und dann ist gut. So. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen. Keiner hier oben, der tot ist oder so. So merkwürdig. Es ist da immer hier eine Leiche oben drauf. Na gut. Dann werde ich dann sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Wir werden wohl nochmal eine Kiste hinstellen müssen. Und dann schauen wir mal. Ich würde dann ganz gern nochmal Richtung Norden gehen, in Stiersville, mal alles looten. Beziehungsweise hier in die Richtung, da müsste es ja auch noch einen Store geben. Ja, ich würde mich überraschen lassen. Mal gucken, ich überlege mir noch. Also, bis später. Tschüssi, Leute.